Okay. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin sozusagen jetzt die Überbrückung, bis hier alles aufgebaut ist. Wir wollen im Folgenden versuchen, etwas zu machen, was natürlich bei möglicherweise strenger marxistischer Auslegung nicht geht, nämlich die Geschichte der Rosa-Luxemburg-Stiftung 25 Jahre exemplarisch in 5 Personen einzufangen. Das ist möglicherweise, was die Rolle der Persönlichkeiten in der Geschichte anbelangt, ein wenig umstritten. Ich glaube aber, dass die 5 Personen, die wir gleich im Gespräch vorstellen möchten, wirklich sehr unterschiedliche Facetten der Stiftungsgeschichte abdecken und freue mich, das machen zu können. An der Stelle eine kleine Kuriosität, die mir aufgefallen ist, anderen vielleicht auch, aber hinter der kein Plan steckt. Sämtliche Spitzenpositionen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung sind mit Historikerinnen und Historikern belegt. Ich weiß nicht, ob dahinter ein Plan steht. Die Vorsitzende ist Historikerin, der Geschäftsführer ist Historiker und der stellvertretende Geschäftsführer ist auch Historiker. Das ist möglicherweise bei anderen Stiftungen meiner Kenntnis nach ein bisschen anders. Wir werden gucken, was dahinter wirklich steckt. Ich würde jetzt bitten, als erstes Evelyn Wittig auf die Bühne zu kommen. Evelyn ist schon angesprochen worden. Sie war Gründungsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung 1990. Sie war insgesamt 18 Jahre lang im geschäftsführenden Ausschuss des Vorstandes und dann alleiniges geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie hat anschließend die Akademie für politische Bildung geleitet und die Fokusstelle Rosa-Luxemburg. Herzlich willkommen, Evelyn Wittig. Als zweites möchte ich Thomas Händel bitten. Thomas Händel ist seit 8 Jahren stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er war über 20 Jahre lang erster Bevollmächtigter der IG Metall in Fürth. Das zeigt, die Stiftung hat sich verändert, so hat sie nicht unbedingt begonnen. Er ist Europaabgeordneter seit 2009, seit 2014 auch Vorsitzender des Beschäftigungsausschusses. Herzlich willkommen, Thomas. Jan Korte war Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ehemaliger Grüner. Wir haben eine hohe Quote ehemaliger Grüner hier auf dem Podium, zumindest ein Drittel insgesamt. Er ist Bundestagsabgeordneter seit 2005 mit Schwerpunkten Demokratie, Bürgerrechte, aber auch einem starken Schwerpunkt Erinnerungspolitik und Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Herzlich willkommen, Jan Korte. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren, weil ich eigentlich eine weitere Vorstandskollegin begrüßen wollte, die ich aber nicht sehe. Insofern bitte ich dich, Janne Angerjaft, zu kommen. Janne ist ehemalige Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung, mittlerweile Mitarbeiterin im Studienwerk der Stiftung. Sie war Gewerkschafterin in Estland und ist genauso als Gewerkschafterin in Deutschland aktiv. Sie ist außerdem stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung und als solche sozusagen, wie sollen wir sagen, Verhandlungspartnerin, Verhandlungsgegnerin der Geschäftsführung. Herzlich willkommen, Janne. Eigentlich wollte ich jetzt auch noch meine Vorstandskollegin Gün Tank begrüßen. Sie ist Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirkes Tempelhof-Schöneberg. Und ich glaube, jeder weiß, was das im Moment bedeutet. Und ich nehme an, in der ganzen Arbeit mit Flüchtlingen, das dürfte auch der Grund sein, warum sie jetzt nicht rechtzeitig hier sein kann. Wir fangen trotzdem an. Und ich würde als erstes, Evelyn, dich bitten, es ist bei Dagmar Enkelmann schon angesprochen worden, 1990 oder die ersten Ansätze der Stiftung stammen ja noch aus der Zeit der Wendezeit, noch der Zeit der DDR. Der jetzige Verein, und für alle, die es nicht wissen, wir nennen uns Stiftung, sind aber natürlich keine, sondern wir sind ein eingetragener Verein. Die ersten Ansätze der Stiftung also noch zu Zeiten der DDR, die Gründung dann aber schon in der Bundesrepublik. Und deshalb meine erste Frage an dich, was waren sozusagen Impulse, die ihr mitnehmen wolltet aus dem sozialistischen Anspruch und was wolltet ihr auf keinen Fall in der Stiftung wiederholen? Da möchte ich nochmal auf das Gefühl, auf die Situation in dieser Zeit zurückkommen. Dass es in der DDR dringenden Veränderungsbedarf gab, hatte sich in den 80er Jahren eindeutig herausgestellt. Und das war in breiten Kreisen der Bevölkerung klar. Das war auch in Wissenschaftsbereichen klar. Also ich erinnere vor allen Dingen an die Gruppe um Dieter Klein, Michael Brie an der Humboldt-Universität. Da wurde an anderen Lösungen schon gearbeitet. Wie konsequent, kann ich nicht einschätzen, aber ich glaube, es war schon ziemlich konsequent, aber aus der SED heraus war eine Veränderung nicht möglich, das wissen wir alle.
das waren die Bürgerbewegungen, die das dann fertiggebracht haben. Und wir standen in den Wendezeiten da und waren mit permanenten Veränderungen konfrontiert. Die Frage, was ist bewahrenswert, änderte sich von Tag zu Tag. Es wurde immer weniger bewahrenswert. Also zum Schluss war von der DDR blieb dann bloß noch der grüne Pfeil und die Ampelmännchen. Na, sicher auch noch einiges andere. Aber wenn wir an substanzielle Fragen gehen, war es sehr, sehr schwierig. Ja. Und es war ganz klar, dass nicht nur politische Veränderungen anstanden, sondern auch gravierende strukturelle Veränderungen. Also dass Einrichtungen, vor allen Dingen Parteieinrichtungen, aufgelöst werden mussten, die von der Partei erstens nicht mehr finanzierbar waren und zweitens auch inhaltlich in Frage gestellt werden mussten. Und dennoch waren das Potenziale, die wichtig waren, mit denen wir weiterarbeiten wollten, mit einigen, die es auch wollten, und die irgendwie aufgehoben werden sollten. Und so ist im Jahr 1990, seit Anfang 1990 beispielsweise darüber geredet worden und Anstrengungen unternommen worden, so eine Stiftung Gesellschaftsanalyse zu gründen, die Wissenschaftspotenziale aufnimmt, vor allen Dingen aus der Akademie für Gesellschaftswissenschaften. Das IML spielte noch eine Rolle, die Parteihochschule musste aufgelöst werden, das war klar. Und Jochen Weichold hat das in dem Buch, glaube ich, sehr präzise dargestellt, wie schnell und welche Veränderungen in dieser Zeit so vor sich ging. Und es gab auch Neugründungen. Also diese Stiftung Gesellschaftsanalyse wurde dann auch in einen Verein überführt. Und es gab die Neugründung am 1. Juli des Podium Progressiv. Das ist eine Bildungseinrichtung damals der PDS gewesen. Hieß noch nicht Podium, das haben wir uns dann selber den Namen gegeben. Und wir haben damals mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angefangen, ein anderes Bildungsverständnis zu entwickeln. Und parallel dazu haben wir die Stiftung vorbereitet. Weil nach der Vereinigung war klar, die gesetzlichen Regelungen hatten sich völlig geändert für Vereinigungen. Und deswegen wurde dann dieser Verein gegründet. Und nach einem ersten Versuch kam dann der zweite am 16. November 1990. Und da hieß dann der Verein Gesellschaftsanalyse und politische Bildung, was dann auch später für uns Programm war. Ja. Vielleicht doch ganz kurz eine Ergänzung. Zum einen Namen, den wir vielleicht hier, der maßgeblich mit dir die Stiftung auch in diesem Bildungsverständnis in den ersten Jahren zusammen geprägt hat. Unser kürzlich vor einem Jahr verstorbener Kollege Dieter Schlönvogt, ich glaube, den sollten wir hier mit nennen. Und vielleicht kannst du noch ganz kurz sozusagen einen Punkt auch, was das Verständnis von politischer Bildung anbelangt, sagen, weil das ist ja ein Punkt, der dir auch immer sehr wichtig war, das Hervorheben sozusagen des Nicht-Dogmatischen. Ja, das war auch ein Punkt, den wir ganz zu Anfang in Begleitung der Gründung der Stiftung, da war ja Dieter schon beteiligt, immer wieder diskutiert haben. Wir brauchen ein völlig anderes Bildungsverständnis, also sowas wie Parteilayer und diese Dinge kamen für uns überhaupt nicht mehr in Frage. Dennoch brauchen wir natürlich auch Grundlagenbildung. Man braucht Bildungsangebote, die offen diskutiert werden und wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das war so unser Grundverständnis. Wir wollten Räume bieten für Diskussionen, für Bildungsangebote, aber natürlich auch untersetzt. Also wir hatten große Debatten darüber, was Teilnehmerbeteiligung bedeutet. Ne? Also dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst ihre Kenntnisse einbringen, dass sie selbst Bildnerinnen mit sind. Aber dennoch braucht man natürlich auch Angebote. Und diese Debatten, da hat Dieter Schlönvogt eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Er hat beispielsweise damals, um die Stiftung zu profilieren, eine Studie angefertigt über die anderen parteinahen Stiftungen, wo deren Profile lagen und ihre Hauptstoßrichtungen. Und diese Studie war dann auch ziemlich wichtig für unser Selbstverständnis. Ne? Also das Selbstverständnis der Stiftung war, wir wollten eine parteinahe Stiftung sein, aber die Auffassungen dazu waren schon sehr unterschiedlich. Also es gab auch im Vorstand damals Auffassungen, sowas wie eine Linke Urania zu machen. Ne? Also die Parteinähe war doch etwas gefürchtet bei einigen. Klar, wir hatten Erfahrung. Ne? Also wenn über Wissenschaft und über Bildung Parteitagsbeschlüsse gefasst werden, ist das nicht besonders nett für diejenigen, die da agieren.
Und das wollten wir auf keinen Fall. Aber es darf natürlich auch nicht ins Gegenteil verfallen, dass die nahestehende Partei eine sehr geringe Rolle spielt. Wir haben das dann über unser Selbstverständnis geklärt. Wir haben gesagt, wir fühlen uns als Stiftung der linken politischen Grundströmung in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft verbunden. Und die parlamentarische Vertretung dieser Grundströmung ist eben die PDS damals, heute die Linke. Und ich kann auch nur sagen, dass wir große Unterstützung damals aus der Partei bekommen haben. Ich will da nur erwähnen, André Brie, der hat uns sehr unterstützt, und Dietmar Bartsch in der Fraktion, oder damals war es ja noch die Gruppe, Bundestagsgruppe, war es Christa Luft und Dagmar Engelmann. Dagmar hat uns im ersten halben Jahr dazu verholfen, dass wir überhaupt Miete zahlen können. War ja auch nicht so einfach, bis wir die ABM-Projekte hatten. Also diese Unterstützung war immer da, und die haben uns auch wirklich unsere Freiräume gelassen, ja, um dieses eigene Profil der Stiftung zu entwickeln. Vielen Dank. Thomas, du bist, wie gesagt, im Dezember 2007 in den Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung gekommen. Du warst einer der Mitbegründer der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit 2003, 2004. Und sagen wir mal, das war ja eine Stiftung damals ganz klar als eine Stiftung im Umfeld auch der PDS, in der, sagen wir mal, gewerkschaftliche Elemente in Ansätzen vorhanden waren, aber auch nicht viel mehr. Du prägst manchmal so einen Begriff, was du dir stärker wünschen würdest. Ich glaube, du nennst es Bildungsarbeit für die politische Bildung, für den dritten Bildungsweg. Kannst du vielleicht sozusagen vor deinem Weg in die Stiftung das ein bisschen untersetzen? Ja, zunächst mal ist mir gerade eingefallen, dass Evelyn diejenige war, die mich 2007 das erste Mal ansprach, für den Vorstand zu kandidieren. Und da hatten wir gerade den Parteibildungsprozess in voller Blüte und fast vor dem Abschluss. Das war ein etwas merkwürdiges Gefühl. Einerseits sehr geehrt, zweitens aus der gewerkschaftlichen politischen Bildungsarbeit kommend sehr interessiert, in der Stiftung mitzuarbeiten, aber drittens dann feststellend in den ersten Monaten, Jahren, von meinen Westgenossen sehr misstrauisch beäugt zu werden, was treibt der Händel da in diesen Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die war nämlich so der Hort des Undurchschaubaren, ich lasse es einmal bei dieser vagen Formulierung, das war Keim des Misstrauens. War aber spannend insofern, weil ich die Notwendigkeit der Frage politische Bildung sowohl aus dem gewerkschaftlichen als auch aus dem politischen Bereich im Westen sehr stark favorisiert habe, immer in diesem Vorstand. Das war auch ein Stück weit Erfahrung aus der WASG. Wir hatten da im Nu unendlich viele Leute mit den unterschiedlichsten politischen Sozialisationen und vor allem Kaliber des Mittelalters, die schon einige Jahre durchs Leben gekommen waren und dachten, sie hätten ein festgefügtes Weltbild. Und in einer politischen Bewegung musst du versuchen, das irgendwie so emanzipatorisch zu diskutieren, dass sich Verständnis entwickelt, dass es sich über diskursive Prozesse auch aneinander angleicht und passt zu einem politischen Auftritt. Das war mir wichtig, und ich glaube, ich bin in den letzten Jahren in der Stiftung unseren Bildungsarbeitern immer fürchterlich auf den Wecker gegangen, weil mir das einfach zu langsam geht. Der klassische Bildungsarbeiter, ich kenne das nun aus 40 Jahren gewerkschaftlicher Bildungsarbeit, der geht mit einem Konzept oder einem Curriculum erst ans Netz, wenn es für ihn perfekt ist. Das ist mir zu langsam. Bildung ist für mich was Prozesshaftes, das sich dann auch im Vorwärtsgehen entwickelt. Und ich glaube, wir sind heute als wichtigster Bildungsträger der Linken in Deutschland kleingeschrieben, diejenigen, die bildungspolitische Prozesse auf der Linken tatsächlich setzen können, beeinflussen können, Angebote unterbreiten können, dass sich Menschen der Linken kleingeschrieben annähern und vielleicht daraus aktiven politischen Handlungsbedarf entwickeln und dann selber aktiv werden. Das ist mir wichtig, und insofern ist das, was in der Stiftung passiert, was in den letzten Jahren immer besser kommt mit unseren Einstiegsprojekten, durchaus eine Sache, mit der ich jetzt zufrieden bin, aber immer noch ungeduldig bin, wie weit wir und wie schnell wir das in die Fläche ausrollen können. Vielen Dank, Thomas.
Jan Korte ist, wie gesagt, ehemaliger Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewesen, seit 2005 im Bundestag. Und du hast dort, wir kommen nachher vielleicht nochmal auf einen anderen Aspekt, Demokratie, Bürgerrechte zu sprechen, aber du hast dort immer auch einen sehr starken erinnerungs- und geschichtspolitischen Akzent gehabt. Und ich betone jetzt das Politische. Du hast auch einiges geschrieben zur Frage Kontinuität von Antikommunismus, zum Beispiel in der Bundesrepublik. Und du hast ja auch verschiedene Beispiele gehabt, und ich greife jetzt eins heraus, auch wenn es schon ein bisschen zurückliegt, das ist das Thema Kriegsverräter, wo sozusagen, wir haben das vorhin bei Herrn Jörges gehört, aus der Opposition heraus etwas verändern, wo sozusagen eine Arbeit weit über das Parlament auch mit den Mitteln politischer Bildung stattgefunden hat. Vielleicht kannst du sozusagen dieses Beispiel und auch die Frage, was bedeutet das eigentlich auch eine Herausforderung für eine politische Stiftung, zu bestimmten Themen hartnäckig zu arbeiten, ein bisschen schildern. Ja, zunächst ist natürlich für mich relativ interessant. Ich weiß, als ich Stipendiat war, das ist jetzt ja auch schon einige Jahre her, da waren, glaube ich, bei einem Erstsemester Einführungsseminar waren wir, glaube ich, Hella Herzfeld weiß das besser, 12 oder 13 People, ja, so saßen da schön rum und haben also viel geredet und diskutiert. Und jetzt ist es ja so, wenn du in die Stiftung kommst, da ist, glaube ich, bei so einem Einführungstermin, da sitzen irgendwie 180 Leute oder so. Das ist ja erstmal eine sehr, sehr geniale Entwicklung. Und was für mich natürlich toll war, diese über die Stipendium, das, was ich studiert habe, also vor allem Schwerpunkt Vergangenheitspolitik, Antikommunismus und deutsche Kontinuitäten, ist natürlich ein sehr großes Privileg, sozusagen auch durch die Förderung mit der Stiftung, das jetzt sozusagen in realer Politik im Bundestag zu versuchen, in Politik zu übersetzen. Und das Beispiel, was du genannt hast, ist dafür gar nicht schlecht. Sozusagen ein völliges Nischen- und Minderheitenthema. Also ja, es ist ja auch in der Stiftung, jeder hat ja auch so ein bisschen seinen Lieblingsbereich. Ich sehe ja einige, mit denen ich da voll super drüber diskutieren kann, interessiert dann aber die andere Hälfte schon nicht mehr. Und die entscheidende Frage ist, wie bekomme ich eigentlich aus so einem Minderheitenthema die Rehabilitierung von Kriegsverrätern? Das waren also kleine, einfache Wehrmachtssoldaten, die sowjetischen Kriegsgefangenen geholfen haben, die kritische Tagebucheinträge gehabt haben. Und die sind halt reihenweise wie der Deserteure durch die Wehrmachtjustiz dahin gemordet worden und waren eben bis 2009 vorbestraft und nicht rehabilitiert. So, und die spannende Frage jenseits des historischen Faktums ist natürlich, wie bekommst du als Oppositionspartei sozusagen eine Mehrheit im Parlament bei einer großen Koalition? Sozusagen die grundsätzlich alles ablehnen, weil die Linke der Einreicher ist und natürlich nicht gucken, was da drin steht. Anders als bei uns, die ja immer nach der Sache entscheiden, ist das bei den anderen, je nachdem, wer der Einreicher ist, was zu kritisieren ist. Und das Interessante war da, und da spielte die Stiftung eine ganz elementare Rolle, dass du natürlich an wirklich Wissenschaftler, sagen wir mal im liberalen, sozialdemokratischen Sinne, die musst du gewinnen natürlich für so eine Sache, und du musst Journalisten gewinnen, der sogenannten Leitmedien, also Spiegel, Süddeutsche etc. pp., um dort einen Druck zu entfalten. Und da ist die Stiftung natürlich wirklich zentral, weil wenn du bestimmte Leute ansprichst und sagst, hier ist Korte von der Linken, sagen sie, das ist ganz Tolles, was wir machen, aber sie keine Zeit haben und öffentlich schon gar nichts sagen. Und dafür ist die Stiftung wichtig, und da haben wir geschafft, also Bündnispartner zu finden, bis übrigens, ich muss es so sagen, ich kann es, darf es nicht verheimlichen, bis Joachim Gauck damals sozusagen dann in der Taz gesagt hat, naja, das ist zwar von den Linken, aber ein richtiges Anliegen. Und man kann daran erkennen, sozusagen, wie du auch aus einer Minderheitenposition, aus einer Oppositionssituation heraus dann eine Mehrheit, und zwar eine einstimmige Mehrheit im Deutschen Bundestag, für ein durch und durch richtiges Anliegen hinbekommen kannst. Und das ist eben auch für die Zukunft, glaube ich, eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen Alltagspolitik und zwischen Stiftung, um dort Wege zu bereiten, an die du so als Linker, ob nun im Bundestag oder als Parteivorstand, nicht so einfach rankommst. Und da konnte man wirklich einmal mal exemplarisch deutlich machen, wie man dort real Mehrheiten verändern kann. Vielen Dank, Jan. Und dann begrüße ich auch Gün Tank. Würde ihr aber kurz noch die Gelegenheit geben, anzukommen und solange Janne Angejaf bitten. Janne, du bist ja sozusagen einen Weg gegangen. Es ist mittlerweile nicht der einzige. Wir haben über 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten der Stiftung sind. Aber zu dem Zeitpunkt, als du gekommen bist, waren das noch nicht so viele.
Und vielleicht schilderst du einfach nochmal deinen Weg zur Stiftung und deine erste Begegnung mit der Stiftung und dann vielleicht sozusagen, was bedeutet das jetzt auch für dich in deiner Funktion als Studienwerksmitarbeiterin? Ja, guten Abend und herzlichen Glückwunsch für uns alle. Und da Florian meine Einstiegsgeschichte kennt und einige Kolleginnen und Kollegen das auch schon kennen, dann dachte ich, weil das Geburtstag ist, dann darf man vielleicht ein bisschen anders anfangen. Wenn du in Estland eingeladen bist und dir Kaffee und Kuchen angeboten wird, dann muss man als höflicher Mensch erstmal Nein sagen. Obwohl dir vielleicht sehr nach Kaffee und Kuchen ist. Und erst nach zweiten, dritten Mal sagt man dann ja. Und ja, als ich nach Deutschland kam und in ähnlichen Situationen war, dann habe ich verstanden, dass Nein sehr wörtlich genommen wird. Und dann gibt es keine zweite Chance mehr. Und für mich natürlich dramatisch, es gibt dann auch keinen Kuchen mehr. Und mit diesem Vorverständnis bin ich auch in das Bewerbungsverfahren gegangen. Ich habe mich 2002 für ein Studienstipendium beworben bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich hatte auch ganz tolles Vertrauensdozentengespräch. Ich habe mich sehr angenommen und sehr angekommen gefühlt und habe dann einige Monate später einen Brief bekommen, eine Absage, ein Nein. Und ich war traurig, aber ich dachte, vielleicht ist das estnisches Nein. Und ich habe mich nochmals beworben. Und ja, und dann bei zweiten Anlauf hat das auch geklappt. Und dann folgte eine Stiftungskarriere. Ich bin dann Promotionsstipendiatin geworden nach dem Studienstipendium. Und seit 2009 arbeite ich im Studienwerk als Referentin und bin ähnlich wie Jan, und hier Dagmar hat es auch vorher gesagt, als Ergebnis eine sehr gute Nachwuchsförderung. Und heute darf ich dann selbst die linke Nachwuchs von morgen fördern, und wir hatten heute auch eine nachwuchswissenschaftliche Tagung, also Nachwuchs sieht gut aus. Vielen Dank, Janne. Ich kannte diese Variante aus Polen, ich wusste nicht, dass sie auch in Estland gilt, also mit dem zweimal Nein sagen, ich musste es umgekehrt auch lernen. Im Übrigen darf ich vielleicht eins ergänzen, kommst von der Ausbildung her, bist du Juristin, und das ist in der Stiftung nun absolute Mangelausbildung, also wir haben da etwas unproportionale Verhältnisse mit anderen Einrichtungen vergleichen. Ja, mit den Ökonomen, das lassen wir mal, das ist jetzt ein sehr heikles Thema, weil die Hälfte, glaube ich, hat da irgendeinen Bezug dazu. Gün, schön, dass du hier bist. Ich habe schon gesagt, dass sozusagen deine Tätigkeit als Integrationsbeauftragte an zwei Stellen bist du mittlerweile im Moment, glaube ich, ziemlich im Dauerstress. Das eine ist ein sehr schönes, aktives Projekt, was du seit Jahren betreibst, Cross-Kulturen, ein Projekt, ja, was eine Reihe von kulturellen Aktivitäten im Bezirk rund um Fragen von Migration, Integration, Antirassismus behandelt, was ich auch empfehlen kann für Besucherinnen und Besucher in Berlin, und dann natürlich die aktuelle Flüchtlingssituation. Vielleicht fangen wir ruhig mit dem zweiten an, dass du vielleicht ein bisschen, ist es ja auch angeklungen in den Beiträgen bei Dagmar Enkelmann und bei Herrn Jörges, also dass du ein bisschen da einfach etwas sagst und vielleicht auch etwas sagst zu dem größeren Bogen. Du hast teilgenommen an einer Reise, Karin Ley zum Beispiel war auch dabei, eine Reise, die der Auslandsbereich der Stiftung organisiert hat, als Politikberatungsangebot für Bundestags-Landtagsabgeordnete in Tunesien, in Italien, rund um die Frage Fluchtwege über das Mittelmeer. Vielleicht dazu eingangs etwas von dir. Ja, ich fange mit dem ersten Thema an. Wenn ich Deutschland so beschreiben möchte oder muss, auch im Ausland, und die aktuelle politische Situation jetzt derzeit ich auch beschreiben müsste, sollte, sage ich immer, wir haben eine Politik in zwei Sätzen. Willkommen, du kommst hier nicht rein. Dieses du kommst hier nicht rein ist nicht unbedingt was Neues. Das kennen wir seit Jahren. Wir fahren in der Bundesrepublik ja, eine Politik, wo seit ein paar Jahren gesagt wird, wir seien Einwanderungsland, aber so richtig sind wir es ja dann doch nicht, weil wir dann doch Türen hier und dort verschließen. Was heißt das in der Politik zur Flüchtlingsbewegung? In der Politik zur Flüchtlingsbewegung, da muss ich euch allen jetzt nichts Großes verraten, aber heißt es, dass wir auslesen zwischen den Geflüchteten, die wir willkommen heißen wollen, und den Geflüchteten, die wir vor die Tür setzen wollen. Was
als Stiftung von uns natürlich, also wo wir auch ganz stark dagegen treten, auch vor allem dagegen stehen, wenn andere Grenzländer, Grenzregime dann angehalten werden, von der Bundesrepublik als Grenzregime aufzutreten, also sprich Nordafrika, sprich aber auch die Türkei. In diesem Zusammenhang hatte ich das Glück und die Freude auch, an einer Reise teilzunehmen, die uns genau nach, also nach Tunesien, nach Tunis als auch nach Palermo gebracht hat, eine Reise, wo wir mit politischen Aktivisten vor Ort sprechen konnten, wo wir aber auch in Palermo ein Gefängnis besucht haben und mit marokkanischen jungen Männern sprechen konnten. Das war ein war sehr emotional, muss man sagen. Es sind Männer gewesen, die berichtet haben, wie sie vor Ort, also sagen, wir wollen eigentlich nur unsere Fachkraft anbieten und mit der Hoffnung auf den Blick nach Deutschland, weil Deutschland sich ja als Willkommensland dann auch verkauft, sagten, wir können arbeiten, wir wollen eigentlich nur zu euch. Parallel dazu dann aber auch feststellten oder uns erzählten, dass sie im Gefängnis misshandelt werden und dass sie darauf warten, eigentlich nur nach Marokko zurückgeschickt zu werden. Das war die eine Reise und ich war jetzt am Montag, Dienstag, die Stiftung hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, das Thema Flucht bzw. Migration auch als ein Hauptschwerpunktthema zu nehmen in den kommenden Jahren, was ich sehr, sehr begrüße. Und in diesem Zusammenhang war ich dann auch bei unseren Kollegen in Brüssel beim Workshop, weil wir als Stiftung gesagt haben, wir wollen uns das alles mal ein bisschen anders ansehen als die anderen Stiftungen. Wir wollen nämlich schauen, dass wir mit den Betroffenen, sprich mit den Migrantenorganisationen, mit den Menschen ohne Papiere, dass wir mit denen in Kontakt kommen und hatten einen ersten Workshop dort vor Ort gemacht und herauskristallisiert hat sich eigentlich vielleicht zwei Sätze noch dazu, dass viele sagten, was wir uns wünschen ist, dass ihr uns stärkt, uns behilflich seid bei der Stärkung unserer Strukturen, weil ähnlich wie in Deutschland sind die Migrantenorganisationen doch, ja, kriegen sie nicht so viel von dem Kuchen ab und sich wünschen, dass wir praktisch da dann nicht finanziell selbst, aber letztendlich doch gucken, wie wir zum Beispiel rein vom Fundraising her sie unterstützen können, auch von über andere Stiftungen, über andere Töpfe. Und ein zweiter sehr großer Wunsch war natürlich der Aspekt Arbeit und Migration in den Fokus zu nehmen. Vielen Dank, Gün. Thomas, jetzt sozusagen weg von dem auch gewerkschaftlichen Bildungsverständnis ein bisschen hin zur Situation in Europa. Wir hatten Griechenland, Dagmar Enkelmann hat es gesagt, es ist auch ein bisschen sozusagen Motto dieses Abends. Wir erleben aber seit dem Juli eigentlich oder seit dem September nochmal verstärkt ganz andere Entwicklungen, hinter denen sozusagen der Umgang mit Griechenland wirklich aus meiner Sicht umso bizarrer wirkt, wenn man sich die jetzigen Herausforderungen anschaut. Du bist Vorsitzender des Beschäftigungsausschusses, du kriegst sozusagen die europäischen politischen Verhandlungen mit. Wie kritisch oder wie dramatisch nimmst du den Zustand der Europäischen Union wahr? Ich glaube, an dem Flüchtlingsthema ist nochmal nach der Frage Finanzkrise nochmal deutlicher geworden, wie different Europa ist, welche Zentrifugalkräfte wir derzeit in Europa haben. Das hat seinen Keim in den Krisenjahren. Ich war vor kurzem in Holland, weil die künftige Ratspräsidentschaft die holländische Regierung hat und wir haben darüber diskutiert und die Holländer haben das sehr knapp auf den Punkt gebracht und haben gesagt, also für uns war Europa immer irgendwo da, aber es hat sich niemand dafür interessiert, solange wir schön Wetter hatten. Erst als Europa in Krisenmodus kam, begann plötzlich die Kritik an den Institutionen. Vorher, ich kann das nachvollziehen, wir haben uns in den 90er Jahren mit anderen Themen beschäftigt in der Republik, naheliegenderen. Europa war immer irgendwo da, aber niemand hat es richtig zur Kenntnis genommen. Das heißt, wir haben uns damit nicht auseinandergesetzt. Wir haben es allerdings auch, glaube ich, den Neoliberalen, dem Kapital, wenn ihr so wollt, überlassen, dieses Europa so auszugestalten, wie es heute bis hinein in die Verträge ausschaut. Was erleben wir jetzt derzeit? Ich glaube, dass wir gerade in einer Phase sind, wo auf Seiten der Kommission denen ziemlich der Schreck in die Glieder gefahren ist,
Einerseits, Sie erleben die Wiedermahl von Tsipras, Sie erleben Podemos, Sie erleben jetzt eine linke Regierungskoalition in Portugal, Sie erleben die Wahl von Corbyn mit deutlich kritischen Positionen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merken Sie, dass Ihnen das Heft aus der Hand gleitet mit Le Pen, mit Orban und anderen rechtspopulistischen Bewegungen, die sich mittlerweile auch als im Parlament sehr stark aufstellen. Deswegen hat man jetzt beschlossen, wir wissen, und wir haben das ja frühzeitig kritisiert, ein Europa nur mit einer Währung als Steuerungsinstrument kann nicht funktionieren. Jetzt hat man offensichtlich beschlossen, Europa auszubauen, auf demselben Weg, aber mit voller Kraft. Die fünf Präsidenten der Institutionen haben jetzt ein Papier auf den Tisch gelegt, über das man diskutieren muss. Und wir sind gerade im Moment dabei, diese Diskussion ziemlich gehörig zu verschlafen. Ich bemühe mich sehr intensiv, die Debatte in Gang zu kriegen, weil wir als linke Stiftung und als linke Partei, glaube ich, ein gutes, geschlossenes, öffentlich präsentables Bild für die Zukunft dieser Europäischen Union entwickeln müssen. Nur ein zu sagen, bäh, alles neoliberal, funktioniert nicht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die wir zu erfüllen haben in der Stiftung. Da sind wir noch nicht sehr weit, aber ich glaube, wir fangen jetzt an, müssen uns allerdings noch heftig steigern, denn in den nächsten 2 Jahren sollen die Modelle entstehen, die dann in Form von Vertragsänderungen ab Ende 17 auf der europäischen Ebene angegriffen werden. Wenn wir da nichts zu sagen haben, dann glaube ich, wäre das ein historisches Versagen. Ich denke allerdings auch, dass wir eine Menge zu tun haben, europäische Solidarität zu entwickeln. Ich glaube, dass unsere anderen Stiftungen in den europäischen Ländern, aber auch die anderen linken Parteien sehr stark auf die Stiftung schauen. Das, was wir um Griechenland herum entwickelt haben, inklusive der Publikationen, die wirklich klasse sind für die politische Bildungsarbeit. Ihr merkt, ich lande halt immer wieder bei der Bildungsarbeit. Das ist richtig gut, aber das gilt es jetzt auch fortzusetzen. Wir haben jetzt, die Griechen warten auch auf unsere Unterstützung. Ich habe jetzt von der griechischen Regierung den Auftrag bekommen, eine Monitoringgruppe aus dem Europäischen Parlament zusammenzustellen, die griechische Regierung berät bei den neuen Arbeits- und Sozialgesetzen. Deswegen muss ich mich morgen da auf den Weg machen. Ich glaube, das ist schon für uns auch ein Punkt, wo man Erfahrung daraus ziehen kann, die für die Linke nutzbar gemacht werden muss. Diese Unterstützung seitens der Stiftung in anderen politischen Diskursen in anderen europäischen Ländern ist, glaube ich, sehr wichtig, um einen Beitrag dafür zu liefern, dass wir nicht nur ein sehr deutsches Bild von zukünftiger europäischer Solidarität entwickeln, sondern auch versuchen, mit anderen in Kontakt zu kommen und das über das Brüsseler Büro, über das wichtige Brüsseler Büro und diese Plattform auch in europäischen Stiftungen und Parteien auszubauen. Vielen Dank, Thomas. Und das mit dem immer wieder auf die Bildung zurückzukommen, ist in der Bildungsstiftung schon in Ordnung. Also das geht, glaube ich, klar. Jan, ist es vorhin von Dagmar Enkelmann angesprochen worden, die Anschläge von Paris, die 130 Toten, die vielen Verletzten. Wir haben auch insbesondere unseren Partnerinnen und Partnern in Frankreich unsere Anteilnahme ausgedrückt, der französischen kommunistischen Partei, den in Transform organisierten Bildungseinrichtungen Espace Marx und der Stiftung Gabriel Péri. Das hat aber natürlich auch Auswirkungen auf die Innenpolitik, der reflexhafte Schrei nach mehr Geheimdienstrechten etc. Und damit fällt es ja unmittelbar in deinen Politikschwerpunkt auch in der bisherigen Bundestagsarbeit. Was siehst du da sozusagen auf die Politik in Deutschland, vielleicht auch auf die Stiftung zukommen? Ja, zunächst nochmal, weil diese Debatten es auch immer in unseren Kreisen gab. Ne? Also es gibt ja jeden Tag Anschläge im Irak, wir hatten Beirut, vieles andere. Und mich fragten also mehrere Leute oder wir stritten auch darüber irgendwie, warum es sozusagen bei Paris in diesem Umfang diese Anteilnahme gibt, sozusagen hier, ja. Und also das ist schon so, Dietmar Bartsch hat das in seiner Haushaltsrede, fand ich, ganz gut gesagt, weil da habe ich mich sehr wiedergefunden. Also ich bin meine ersten Erfahrungen nach dem Abitur, also endlich ohne Eltern weg und so Urlaub machen, mit dem Rucksack losziehen, das war natürlich die erste Station, komme aus Niedersachsen, war Paris. So, und das waren natürlich diese Stadtteile und diese Clubs, in denen man sich so bewegt hat.
Und das besonders Abartige an diesem Anschlag ist ja eben das gewesen, es ging nicht um eine Kaserne, nicht um den Élysée-Palast, das alles natürlich genauso schlimm gewesen wäre, sondern das besonders Ekelerregende daran ist ja gewesen, dass das ausgerechnet in einem Stadtteil auf Clubs und auf Treffpunkte geschehen ist, wo sich das liberale, aufgeklärte, oftmals linke, junge Publikum trifft. Das sind die, die Initiativen gegen Le Pen und andere entwickelt haben. Und genau die sollten getroffen werden. So, und deswegen ist das natürlich auch etwas, was auch logischerweise einen dann auch sehr persönlich natürlich bewegt, sozusagen, wenn man damit aufgewachsen ist. Das Zweite ist die innenpolitische und die außenpolitische Komponente, die einander bedingen. Sozusagen, es ist ja ein geradezu, das ist ja ein neurotischer Reflex bei einigen, also Bundeswehr im Innern, Befugnisse für Geheimdienste ausweiten, demokratische Rechte beschneiden. Das ist immer dieselbe Leier und es geht immer Stück für Stück natürlich so weiter. Und das Zweite ist jetzt die Antwort, wir hatten das ja auch diese Woche, das wird ja auf den Weg gebracht durch die Bundesregierung sozusagen, genau die Fehler, die in Afghanistan gemacht wurden. Ja, dieser Aberglaube, dieser Irrsinn, man könnte mit Krieg den Terror besiegen, wird jetzt sozusagen 1:1 genau so wiederholt. Man hat aus Afghanistan nichts gelernt und dafür ist die Linke natürlich wichtig, um dort eine klare Anti-Haltung einzunehmen. Und letzter Punkt, was ich auch entscheidend finde, gerade für eine Stiftung ist natürlich das Reflexhafte, ja, das gibt es auch in linken Kreisen. Also sozusagen, also jetzt an den Anschlägen in Paris sind, was weiß ich, also der US-Imperialismus ist daran schuld. So, ja, in Teilen schon, aber eben nicht nur. Es gibt nicht den Islam, es gibt nicht die USA und es gibt im Übrigen auch nicht den Westen, sondern es ist weitaus differenzierter und viel, viel komplizierter. Es sind nicht nur die sozialen Verhältnisse, die einen zum Terroristen machen, das gibt es auch. Du hast bei den sogenannten Homegrown Terrorism, hast du ganz viele, die kommen aus gut situierten Verhältnissen. Also auch das ist sehr viel komplizierter und gerade das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Stiftung, diese Differenzierung, diese Kompliziertheit, die es in diesen Prozessen gibt, deutlich zu machen, weil zugegebenermaßen, ich schließe mich damit ein, in 4 Minuten im Bundestag ist das relativ schwer auszudifferenzieren. Und das ist, finde ich, im besten Sinne des Wortes auch Politikberatung, die Stiftung machen muss und Aufklärung nach draußen. Vielen Dank, Jan. Jan, noch mal ein Punkt. Es ist bei Dagmar Enkelmann von angeklungen, 2 Gruppen sind in der Arbeit des Studienwerks doch sehr aktiv, immer gefördert worden. Das eine schon traditionell, Migrantinnen und Migranten bei aller Unschärfe des Begriffes und zum zweiten aber junge Menschen aus nicht-akademischen Elternhäusern. Kannst du vielleicht sozusagen zu dieser Förderpolitik und auch der Frage, was das möglicherweise auch Förderpolitik gegenüber Flüchtlingen bedeuten könnte, Studienwerksförderung, etwas sagen? Ja, ich würde auch anknüpfen, sozusagen so wie alle, insbesondere als linke Stiftung und linke Studienwerk, fragen wir auch, wie können wir jetzt geflüchtete Menschen fördern und was sind die neuen Wege und was sind vielleicht Erfahrungen, die wir haben und wo wir anknüpfen können. Und Dagmar hat das schon erwähnt. Wir haben, Stiftung hat im Jahre 2010 ein Programm gestartet, wo explizit gefördert werden müssten die Studienanfänger ohne akademischen Elternhaus. Und mit diesem Programm haben wir nicht nur 3 neue Kolleginnen gewonnen, die wahnsinnig viel Energie und Engagement gezeigt haben, sondern wir haben auch eine Zusammenarbeit mit sehr unterschiedlichen Leuten einen Raum geschaffen. Da waren die Vertrauensdozentinnen, da waren die Leute aus Partei, da waren die Leute aus Gewerkschaften, da waren ehemalige Stipendiaten, da waren aktuelle Stipendiatinnen, Kollegen aus Landesstiftung. Und alle diese Zusammenarbeit hat dazu geführt, dass wir nicht nur die Leute fördern konnten ab ersten Semester, sondern dass wir auch Räume geschaffen haben, wo die Leute auch befähigt und gestärkt wurden. Und natürlich hatten wir damals auch so Ängste, wenn so junge Menschen kommen, wie ist das dann in der Regionaltreffen, wo da viel erfahrene ehemalige Stipendiaten sind aus politischem oder akademischem Umfeld. Und auch ich musste feststellen, dass diese jungen Menschen, unsere Neuen, unsere Luxis, wie wir sie nennen, dass sie sehr, sehr engagiert im Parteibereich sind, im linken Mosaik und dass sie sehr selbstbewusst ihre Perspektive in die Stiftung einbringen. Und ich muss natürlich sagen, jetzt nach diesem
mittlerweile ist das 5 Jahre her, hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung nicht geschafft, die Bildungsungleichheit in Deutschland abzuschaffen. Also das haben wir nicht geschafft, noch nicht. Aber in unserer Stipendiatenschaft, wo über 1000 Leute sind, haben wir 47% mit nicht-akademischem Hintergrund. Und es wurden diese unmögliche Bildungswege ermöglicht. Und ich denke, heutzutage wollen Leute mit unmöglichen Wegen nach Deutschland kommen, die jungen Menschen. Und wir Wege suchen. Und es gibt jetzt ein Programm im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dann denke ich oder hoffe ich, dass die Stiftung und das Studienwerk, mit 25 Jahren hat man ja noch sehr jungen Schulter und da kann man diese Verantwortung auch tragen. Und ich würde sagen, jetzt auch, weil ich schon 14 Jahre in Deutschland bin und gut integriert, wir schaffen das. Ganz kurzer Einwurf von Jan. Ich wollte nur eine Ergänzung machen. Also wenn wir das schaffen wollen und stärker werden wollen, auch gerade im Bildungsbereich, in Thomas Sinne, ist mir eins heute bei Dagi aufgefallen und auch bei Jörges. Ja? Also ihr habt ja immer gesprochen, das war ja auch dein Titel, also wir müssten linke Denkfabrik werden. Ja? Und ich habe jetzt nebenbei während der Musik drüber nachgedacht, ich hätte einen Hinweis, ob man diesen Begriff Denkfabrik nicht vielleicht doch besser sein lässt. Weil ich habe an meinen, Thomas hat das eben erwähnt, Arbeiterbildung und alles, an meinen Opa gedacht, ja, der im Stahlwerk gearbeitet hat, in einer Fabrik. Und immer wenn der den Begriff Fabrik gehört hat, hatte der nur einen Gedanken, nämlich, wann ist endlich Feierabend? So, das solltet ihr überlegen. Gut, wir werden an der Begrifflichkeit arbeiten, es kommt auf die Auftragsliste drauf, nehmen wir mit. Zum Abschluss, Evelyn, warum Rosa-Luxemburg-Stiftung? 1990 Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V., so heißen wir im Untertitel immer noch. 1999, Christa Luft hat es im Film von gesagt, gab es dann erstmals öffentliche Mittel. Ihr habt lange diskutiert und vielleicht zum Schluss ganz kurz, warum Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat sich das bewährt? Also wir hatten eine lange Diskussion 1999, weil wir konnten bis dahin keinen Personennamen wählen, sondern nur Gesellschaftsanalyse, politische Bildung, weil wir ABM-Mittel bekamen. Ja, also erst dann mit den globalen Mitteln war es möglich, einen Personennamen zu wählen und Rosa Luxemburg. Also zwei Landesstiftungen, die Brandenburger und die Sachsen, hatten ja diesen Namen schon. Fanden wir auch ganz toll, aber wir wollten nicht einfach sagen, wir nehmen den Namen jetzt auch, sondern wir haben noch eine richtige heftige Diskussionen dazu geführt. Ergebnis, nach vielen unterschiedlichen Varianten, die möglich waren, also Marx, Engels, Clara Zetkin, Paul Levy, also mehrere Namen standen zur Diskussion, übrigens auch Konstrukte, Namenkonstrukte, ja die Grünen hatten ja Buntstift, Regenbogen und so weiter und ein Witzbold hat dann bei uns gesagt, jetzt dann nehmen wir Rotstift und das war uns dann doch zu viel, aber ist ganz klar, wir haben dann nochmal Rosa Luxemburg ganz intensiv diskutiert und ich fand die Debatte super. Rosa Luxemburg, der Name ist für uns das Bekenntnis zu den Traditionen des demokratischen Sozialismus. Das war eindeutig für uns. Rosa Luxemburg verbindet in ihren Auffassungen Demokratie, Freiheit mit sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Das sind die zentralen Punkte, die für uns wichtig waren und das Denken von Rosa Luxemburg, auch ihre Kritik an den Bolschewiki in der russischen Revolution. Dieses Denken hatte in der linken Bewegung, in der realsozialistischen Bewegung keine Chance, umgesetzt zu werden. Und das war für uns Verpflichtung. Wir haben gesagt, diese Frau, auch als Frau, auch mit ihren gesamten Auffassungen über das Leben, diese Frau ist für uns wirklich Programm auch, ja. Denn Rosa Luxemburg war zwar keine Feministin, aber sie hat Emanzipation gelebt, eindeutig. Sie war den Künsten sehr verbunden. Künstlerische Arbeit, sie hat sich auch selbst künstlerisch betätigt. Sie hat gemalt und ihre Briefe werden als Literatur bewertet. Ne? Also alle diese Facetten dieser Person, ihre Lebendigkeit, auch ihre Streitlust, alles das war uns wichtig und ich finde, wenn die Luxemburg-Stiftung diese Eigenschaften künftig in ihrer Arbeit berücksichtigt, fortsetzt, dann hat sie eine tolle Zukunft. Ja, herzlichen Dank, Evelyn. Und ich glaube, das war wirklich eine außerordentlich kluge Entscheidung 1999, eben für Sie als Frau, als Jüdin, als Polin, als dann Deutsche, als Internationalistin. Herzlichen Dank möchten wir aber auch doppelt sagen.
Und damit meine ich Dagmar Enkelmann und mich, 25 Jahre Rosa-Luxemburg-Stiftung, sind auch 25 Jahre deines Wirkens. Ich habe das schon gesagt, 18 Jahre lang als Geschäftsführerin, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, dass dieser Titel auch bei anderen Stiftungen üblich ist, der ist ja wirklich nahezu unübersetzbar in andere Sprachen, aber wir wissen, was mit der Tätigkeit gemeint ist. Und dann eben die letzten 6, 7 Jahre als Leiterin der Akademie und der Fokusstelle Rosa-Luxemburg-Stiftung. Du hast vorhin schon etwas verraten, was du aber auch verraten darfst, weil du eine der Autorinnen warst. Und deshalb möchten wir dir sozusagen die Premium-Ausgabe und die Erstausgabe dieses Buches zu 25 Jahren Rosa-Luxemburg-Stiftung schenken. Und die hat Dagmar da für dich bereit. Dankeschön. Ja, und die Blumen geben wir dir auch dazu und hoffen, dass du uns dann in der Arbeit mit und für Rosa Luxemburg weiter verbunden bleibst. Du wirst Bildungsarbeit im Harz machen, du wirst die Harald Breuer und Erik Neuth Stiftung weiterleiten und auch in der Rosa Luxemburg Arbeit selbst, insbesondere was die englische Edition anbelangt, mitwirken. Herzlichen Dank und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Ganz, ganz vielen Dank. Wir hören jetzt noch ein Lied und danach würde ich dann ganz kurz einen technischen Hinweis ausgeben, der wahrscheinlich völlig unnötig ist, weil alle ganz diszipliniert sind, aber ich mache ihn dann trotzdem. Also jetzt noch ein Lied und damit würden wir dann die Festveranstaltung abschließen. Vielen Dank und euch würde ich bitten, so lange noch sitzen zu bleiben. Danke.